Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich hier für euch habe aus dem Hause Kobi. Große Abenteuer warten auf uns. Die 4816 USS Enterprise CV6 Limited Edition. Es ist ein Fest, 2530 Teile, 170 Euro. Da steht sie. Es ist eine Enterprise, es ist eine USS Enterprise. Haarscharf ist die von Star Trek geworden, aber die habe ich auf Megablocks gebaut. Zeige ich euch auch noch. Es wird fantastisch. Wenn Enterprise auf was draufsteht, kann es nur glorreich werden. Ob es dann HMS Enterprise ist oder die Enterprise oder eine spätere Enterprise oder irgendein Space Shuttle Enterprise oder natürlich mein Raumschiff Enterprise. Ist immer super. Und wir haben natürlich darauf gewartet, das höchst dekorierte, großartigste, tollste Schiff, das es überhaupt je gab. Ein Flugzeugträger. In Pearl Harbor aktiv, ihr wisst ja, klasse, Wikipedia brauche ich nicht runterbeten, in den 30ern gebastelt, in den 60ern dann verschrottet. Und dazwischen war es heldenhaft. Ja, alles klar, sie ist ein Traum und ich habe sie gebaut und es war ein Spaß. Und wir haben eine Limited Edition, wie ich eben schon sagte, ihr bekommt ein Zertifikat des Glücks. Und es ist ein erhebender Moment, wenn man dieses Zertifikat aus der Box fuddelt. Und dann war es das. Dann hat man ein Zertifikat. Fasst sich gut an. Also eine nette Oberfläche. Kommt in dieser Folie tatsächlich. Ich habe euch ja die Titanic gezeigt in der Limited Edition. Die hat den Eisberg dabei und auch so ein Zettelchen. Das hier ist die Box, in der Kobi uns Händlern Schiffe gibt. Die sind einzeln verpackt. Ewiger Papierkrieg. Aber gut. Einzeln verpackt, die kommen an, sehen tipptopp aus. Alle Schiffe immer. Jetzt war es aber bei der Titanic so, dass hier drin der Karton der Titanic steckte und dieses Zertifikat des Glücks war dann, das ist ja echt ein bisschen schwierig gerade, war dann einfach nur dazwischen gelegt. Hatte zur Folge, dass einige Händler, ich verkaufe meine Schiffe in den braunen Boxen, einerseits, damit ich es papierlos bin, zum anderen, damit ihr die Sachen gescheit nach Hause kriegt. Und dieses Zertifikat war dann immer bei euch zu Hause. Aber viele, die das einfach so versandt haben, haben dann halt die Zertifikate weggeworfen, weil die Jungs beim Packen nicht wussten, dass das da drin steckte. Doofe Geschichte. Jetzt steckt dieses Zertifikat inklusive dieser glorreichen Schutzhülle, die es früher auch nicht gab, also bei der Titanic, in dieser Box drin tatsächlich. Ist das toll? Ist es fantastisch. Ihr seht das genauso wie ich. Die Abenteuer der Rückseite übrigens. Hier sieht man auch nochmal den Print vom Sockel, aber das ist der Print ohne die Nummer dabei. Das hier war Nummer, Moment, wo hatte ich es hingetan? 576, das steht auch nochmal hier und es steht auch nochmal hier. Damit auch jeder wirklich sicher ist, dass er seine Limited Edition hat und alle sind happy. Ihr zahlt 20 Euro mehr für die Limited Edition, einmal hierfür, für vier von diesen kleinen Flugzeugen und für noch 20 Teile, die ich nicht zuordnen, oder 12, 10? Nur ein paar kleine Teile, die ich noch nicht zuordnen konnte. Ich habe die normale Edition noch nicht. Es geht vor allem um dass ihr sie habt, die Limited. Ich habe die jetzt auch, ich habe jetzt hier Anfang März wieder, ihr wisst ja meine Öffnungszeiten, immer der erste Donnerstag am Anfang eines Monats. Und dann seine Freunde Freitag und Samstag, die kommen mit dazu. Das sind meine Öffnungszeiten. Auf meiner Webseite steht jedes Datum dieses Jahr mit 10 bis 19 oder 10 bis 16 Öffnungszeit auf der Webseite. Meine Webseite ist gruselig, aber dafür ist sie gut. Ich habe ein paar von denen. Wir reden von ein paar. Also, kann ich den Fingern abzählen. Wenn ihr eine haben wollt, schreibt mir eine Mail. Ihr wisst Bescheid. Schiff. Und dann lege ich sie euch für Donnerstag, Freitag zurück. Samstag 12 Uhr bringe ich alle, die ich noch habe, in den Laden, in den Verkauf. Also kommt nicht Samstag letzte Rille auf für eure reservierte Enterprise. Samstag 12 Uhr, weil ich werde viele da haben, die danach fragen und ich sage, ich habe zu wenig, die sind alle schon reserviert, es tut mir leid. Und dem werde ich sagen, Samstag 12 Uhr. Und wenn die dann da stehen und es ist noch eine da, kriegen die in die Hand. Denkt bitte dran. Ich möchte die ich habe, auch denen geben, die da stehen. Und dann ist es doof, wenn ich 3, 4, 5 Reservierte habe, die stehen da und werden nicht abgeholt. Habt ihr auch Verständnis dafür, ich bin mir sicher. Also das nur mal jetzt der Punkt, wenn ihr plant, Anfang März vorbeizukommen.
sag mir Bescheid. Ein paar haben schon eine Mail geschrieben, als ich jetzt während des Aufbaus habe ich ja gerade jetzt bei Instagram gepostet und da sind ja schon 2-3 Mails gekommen. Und ihr bekommt eine Antwort. Wenn keine Antwort kommt, sind alle weg. Vielleicht kommt eine Antwort alle weg, aber ihr bekommt eine Antwort, wenn sie für euch reserviert ist. Ihr habt eine Antwort dann und kommt dann bitte, wie gesagt, bis Samstag 12 Uhr. So, geht's mal ums Schiff? Ich rede schon wieder 10 Minuten, wir haben noch nichts erklärt. Fangen wir mit dem Schiff an. Ich glaube, ich mache einen Timestamp unten hin. Also, Zertifikate haben wir drüber gesprochen. Dreiteilige Anleitung. Anleitung wie immer war schon einfach. Ihr habt am Anfang der Anleitung hier immer so eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Slopes, die es gibt. Nehmt das bitte ernst. Ihr bekommt sie nicht wieder auseinander. Die Klemmkraft von Kobi ist der von den Lego-Steinen bei weitem überlegen. Das Zeug hält, uns hält, uns hält. Und ich habe was verbaut und ich muss es auseinanderkriegen. Und es geht alles zugrunde, bis ihr diese Teile wieder auseinander habt. Die halten. Hat mehrere Gründe. Zum einen, wie gesagt, die reine Noppenklemmkraft bei Kobi ist wesentlich höher als bei Lego. Das heißt, man kann die nicht einfach mal auseinanderziehen. Und die zweite Sache ist, viele Fliesen, viele Slopes haben unten keinen Groove. Der Groove ist das bei Lego, wo man mit dem Teiletrenner dazwischen gehen kann zum Hebeln. Und wenn man eine Fliese hat ohne Groove, hat man keinen Angriffspunkt. Großes Problem. Vor allem, wenn ihr hier was verbaut, bei den sich verjüngenden Elementen. Es ist die lebende Pest, da wieder was abzukriegen. Also konzentriert euch ein bisschen und baut das. Ich habe sehr, sehr angenehme Stunden beim Bau verbracht. Ich habe es wie immer gemacht. Natürlich läuft ein guter Film oder eine schöne Serie. The Office aktuell, die amerikanische Version. Es ist so glorreich. Nebenher. Und es macht Spaß. Das Ding ist unglaublich stabil. Wir messen es direkt mal aus. Wir müssen ja wissen, worum es hier geht. Und, ach, muss ja hier aber mal voll Tässchen. Kommt in der Bausteinecke, der ist unten verlinkt. Wir sind von bis 485 cm professionell gemessen. Ja, kann man ja mal ein bisschen großzügig sein. Höhe 21,5, maximale Breite. Ist ja eine Dame, wir reden hier nicht von Dicke. 13 cm, wenn man hier oben mal so einen Holm, der hier irgendwie so rüber geht und dann da und Flak und so weiter. 13 cm. Also ich würde sagen, eine gewisse Üppigkeit und tatsächlich auch voll durchbaut. Die anderen Kriegsschiffe gehen ja so schön verjüngend nach vorne noch. Hier wird wirklich gebaut bis nach vorne. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, ich habe es auch falsch rum drauf gesetzt auf den Sockel. Auch auf der Box wird mir gesagt, dass ich es andersrum machen sollte. Aber ich fand es jetzt cool, dass ihr die Brücke auf der Seite seht. Ihr seht hier ein bisschen mehr Tiefe. Ihr habt die Flieger hier stehen und seht trotzdem hier vorne den Print. Ich fand das netter. Jetzt kommen wir mal. Habe ich eigentlich meine Präsentationsplatte hin verschlammt? Ich hatte die doch extra hier hingelegt. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach irgendeine Platte hier und zeige euch da was. Es ist ja miteinander. Oh Gott, das werde ich ja echt immer noch gefragt. Es ist alles miteinander kompatibel. Alle. Also Kobi mit Lego, mit Singbao, mit Wangi. Alles miteinander kompatibel. Es gibt keine. Ich zeige euch nichts, was nicht kompatibel ist. Alle Noppen passen. Das sind. Ich hoffe, der Fokus kommt jetzt drauf. Das sind die kleinen Flieger, die da dabei sind. Das sind zwei Teile, Propeller und dann, also kann man tatsächlich drehen, und dann der Flieger, ein Gussteil. Es waren ja vorher immer nette gebaute Flieger und von unten sind Noppen dran, das heißt, ich kann es auch hier mal draufsetzen. Früher waren das ja gebaute Flieger. Ich fand die gebauten kleinen Flieger, wieso bin ich so dabbig? Ich fand die gebauten kleinen Flieger eigentlich netter als jetzt die Formteile, muss ich sagen. Geht mir aber immer so. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich cool. Auf der Enterprise waren über 90 Flugzeuge. Das sind jetzt 10. Hier ist ja noch einer, fliegt. Hier stehen 5. Hier sind nochmal 4. Das sind die Bonusflieger. Die hier festgemacht sind, die sind hier auf Jumperplates befestigt. Die gehören dazu. Die losen sind die, die ihr bei der Limited Edition noch dazugelegt bekommt. Ich finde natürlich, ihr müsst nochmal irgendwie 10, 20 Stück drauf. Weil das sieht ihr immer irgendwie, wenn die... Auf den alten Bildern ist es ja vollgepackt, das Flugdeck. Absurd vollgepackt. Und das ist ja auch schon cool. Und das Gefühl fehlt, wenn jetzt hier nur 5 sind und hier ein kleines. So, ich gehe mal mit Sockel hoch, damit ihr nur mal eine Idee bekommt. Alles bedruckt. Ich brauche es nicht erwähnen, oder? Ist Kobi. Alles bedruckt.
Nichts irgendwie mit Aufklebern gelöst. Gesamte Flugfeld. Es spiegelt, es glänzt, es ist alles wunderschön und es ist alles bedruckt. Es sieht einfach dadurch um Längen besser. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier so Lego-übliche Sticker hier drauf gemacht. Das sähe aus wie die Seuche. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es schön gelöst ist. Genauso auch wie die Ladeluken. Seht ihr die hier hinter den Rettungsbötchen? Sind auch da bedruckt, oder? Auf meiner Seite ja, hier auf der Seite auch. Genau, die sind auch bedruckt. Einmal durch alle Kistchen hier, alles bedruckt, volle Wäsche. Gleichzeitig auch solche Highlights, natürlich oben die Flagge, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch sowas hier ist auch bedruckt. Hier drumherum ist bedruckt, ist alles bedruckt. Alle diese kleinen Details, die an der Brücke sind bedruckt. Und das macht natürlich für so ein Vitrinenmodell, und ich meine, das ist natürlich nichts zum Spielen. Das ist ein Vitrinenmodell, ein Aussteller, kommt irgendwo hin, sieht gut aus und man freut sich drüber. Und da gehört ein Print drauf und genauso ist es gemacht. Das Ding ist ja auch kein Schnäppchen. 170 Euro, 2.500 Teile ist kein Schnäppchen in irgendeiner Form. Das Ding ist ein qualitativer Bausatz. Fertig, Sammlerstück. In die Kategorie gehört es. Und deswegen passen auch die kleinen Flieger, weil es ein Modell ist. Es wird einmal gebaut, man kriegt es eh nicht wieder auseinander. Also braucht überhaupt nicht dran denken, dass das ein Klemmbaustein-Set ist, was man danach irgendwie kreativ einsetzt oder so. Nicht die Spur. Keine Chance in irgendeiner Form. So, also nur mal, das ist auch stabil. Nur damit ihr jetzt nicht hier irgendwie Angst bekommt. Ich kann es nicht besonders gut greifen, wegen der Luftabwehr, die hier ja mannigfaltig. Das wäre jetzt genau die Punkte, wo ich es greifen würde. Vom Prinzip kann man es aber greifen. Also man kann hier drüben nur nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder, jetzt muss man gucken, dass man hier unten, habe ich darauf hingewiesen, hier unten sind natürlich die Propellerchen. Aber ist schon cool, oder? Hier auch die ganzen Aufbauten. Ich hoffe, ich habe es überall festgedrückt, damit es jetzt nicht doof aussieht. Ist, so ein, ja, ist schon cool. Ist wirklich cool. Und es baut sich auch leicht anders als die bisherigen Schiffe. Also jetzt als Yamato, Titanic, Bismarck, was ich alles gebaut habe und euch gezeigt habe, baut sich anders. Jedes Mal ein bisschen anders, aber was natürlich den Hauptfaktor ausmacht, sind die Brackets. Alles an der Seite wird mit den Brackets, das sind Platten, die an der Seite 90 Grad nochmal Noppen dran haben, an wiederum Platten. Platten an Platten mit Noppen, also ein Baurichtungsumkehrer. Und diese Brackets werden flächig an den Seiten überall verkleidet rangebaut und dann werden die Seiten, diese Slopes, die werden auf Plates vorgesetzt und dann gegen diese Brackets gedrückt. Unfassbar stabil, das sind Lagen über Lagen übereinander. Und dadurch ist das Ding verwindungssteif ohne Ende. Das ist, wenn es nicht so doof zu greifen wäre, weil es so kastig ist und nicht richtig sich verjüngt, das ist ein Baseballschläger. Da ist ein bisschen umbaute Luft, in komischen Dunkelgrün da drin, so ein Oliv-Dunkel-Militärgrün, haben sie da reingesetzt. Warum auch immer. Aber ansonsten ist das Ding echt klasse. Also wirklich, wirklich stabil. Das Einzige, was jetzt ein bisschen dekorativ ist, sind halt hier die kleinen. Also wenn ihr das Teil transportieren solltet, wozu, gehen die mit Sicherheit mal ab, weil die sitzen einfach in einer Noppe. Aber weil es eine Kobi-Noppe ist, ist das fest. Und genauso hier diese kleinen Platten hier natürlich, die sind einfach nur unten hier an das Flugdeck angebracht. Aber es ist völlig in Ordnung. Also ich traue mich jetzt nicht, hier dran hochzuheben, aber selbst das liftet es an. Also ich meine, das sind zweimal irgendwas Noppen und ich kann bald das ganze Schiff dran hochheben. Gruselig fest. Das kriege ich aber ab, oder? Ja, also mit dem Winkel irgendwann. Aber ganz ehrlich, lasst es einfach, wie es ist. Wenn man es zusammengebaut hat, ist es schön. Schaut euch da währenddessen ein paar Filme entspannt an oder ein schönes Hörbuch. Ich habe da gehört, da gibt es einen neuen Podcast, der Held. Ich sage euch, ganz, ganz wildes Zeug. Guckt mal rein, wenn ihr wollt. Und ihr freut euch dann im Schiff. Habe ich euch eigentlich die Seite gezeigt? Ich habe es die ganze Zeit in der Hand, das weiß ich, aber das ist die Steuerbordseite. Genau, Rückseite ist es ja nicht. Und ich finde es klasse, auch mit dem doppelten Print hier, mit der ganzen Seite, die ganzen Details, die da rausgearbeitet sind, ich finde es schön. Was mir weiter fehlt, ist ein cooles Segelschiff. Wir haben doch jetzt die hier. Super, finde ich gut. Auch die anderen Schiffe, die wir haben, alle großartig. Ich habe an jedem einzelnen Spaß. Und jetzt geht's bitte an die großen Segler. Da habe ich richtig Bock drauf. Oder ein cooles, großes Dampfschiff nochmal. Da, ich habe es echt ein bisschen gelöst gekriegt. Mit aller Kraft, mit viel Gewalt hat man es irgendwann geschafft. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Ich weiß noch nicht genau, wie die es hinkriegen. Coole Stoffsegel, qualitative Stoffsegel. Nicht das aus der Pirate-Serie von Kobe, ich weiß, Smithsonian, da ist ja was, aber in der 150-Euro-Kategorie, in richtig, richtig stabiles Segelschiff, da hätte ich so viel Lust drauf. Und da gab es ja schließlich auch ein paar außerordentlich großartige. Da würde mir so eine Victory einfallen oder eine richtig gute Constitution, halt in groß.
Oder eine HMS Surprise. Das würde mir halt besonders viel Spaß machen. Aber jeder, also mir wäre fast jede schöne Fregatte oder ein Linienschiff recht. Und ich mag die Schiffe wirklich. Also wenn ihr mal bei Kobi einsteigen wollt, ihr wart immer noch nicht so ganz dabei und sagt, Panzer ist nichts für mich, Flieger mag ich nicht. Dass die anderen Sachen, die haben kleine Autos und sowas, ist nichts für mich. Aber Schiffe auch okay, aber jetzt wollte ich mal einen Flugzeugträger haben. Wenn ihr so lange jetzt wirklich gewartet habt, dann ist das euer Einstieg und ihr werdet es nicht bereuen. Das Ding macht ernsthaft richtig Spaß. Und das Schöne ist, wenn ihr dann hier dann so ein bisschen reingegangen seid, ein bisschen Blut geleckt habt und sagt, jetzt cool, dann habt ihr die Bismarck, die Tirpitz, die kleine Warspite, die Yamato, die Missouri, die Iowa, Titanic, da ist wirklich, da ist jetzt richtig Futter da. Ihr könnt wochenlang Bauspaß haben. Ich hatte ihn auf jeden Fall. So ein Glück. Und es kommt natürlich, die Scharnhorst kommt ja auch noch hinterher, zeige ich euch natürlich auch. Aber ihr wisst ja, ich zeige euch die Sachen kurz bevor ich mal offen habe. Ich bin ja kein News-Kanal, das wisst ihr ja, sondern ich zeige euch die Sachen, wenn sie gebaut sind. Als nächstes bei mir kommt aber jetzt bald mal die andere Enterprise. Die USS Enterprise, die 1701, selbstverständlich. Die ist ganz wichtig. Ist die alte vom Kirk, das macht mir aber gar nichts. Sie sieht einfach rattenscharf aus, macht richtig Freude. Ich habe ja auch mal ein Bild gepostet bei Instagram von beiden. Und beide Enterprise gehören mal zusammen hier auf den Tisch. Ich finde, das ist ein Auftrag, den muss ich erfüllen und den werde ich mit Ehre zu Ende bringen. So ist die Idee. Also, habt eine fantastische Zeit, genießt euer Wochenende, habt nette Leute um euch rum, bastelt etwas Schönes und wenn ihr möchtet, kommt mich doch Anfang März einmal kurz besuchen. Aber wir finden was von euch, wenn es jetzt nicht die Enterprise sein soll. Ich habe auch die anderen Schiffe, ich habe viele Flugzeuge, es sind die Panzer. Da sind Highlights aus dem Lego-Sortiment natürlich da, die Creator-Expert-Fahrzeuge habe ich natürlich. Kleinigkeiten habe ich auch. Ich habe ein bisschen was von Wangi, wenn ihr Lust habt. Kader. Ach, wir finden auf jeden Fall was. Ich bin außerordentlich zuversichtlich. Ansonsten gibt es natürlich ein Tässchen und es gibt ein Bild. Und wir haben Freude. So ist es. Habt eine gute Zeit. Bis bald.